So, Runde 1. Das erste Mal vorgeschmissen habe ich. Du hast dich vom Vogel erschrocken, ja. Das ist natürlich schwierig. So, müssen wir mal sehen. Ja, da ist ein Schmetterling dran. Ja. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das verhält. Da sind ja sehr tiefe Löcher drin gewesen. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur vorgeschmissen, nicht gleich gerade abgezogen. Und dann kommt das beim nächsten Mal. Ja, den Rest habe ich gleich hier drin gedrückt. Und beim nächsten Mal kommt das dann. Du hast eine Nase, ja. Beim nächsten Mal ziehe ich das glatt ab. Und dann gucken wir mal, wie sich das verhält. Ist jetzt, wie man sieht, noch krumm und schief. Ja, also krumm und schief bleibt es sowieso. Ist nicht der Anspruch, dass das hier lotgerecht wird. Aber so eine schöne, glatte, homogene Fläche sollte es schon werden. Und dann gucken wir mal, wenn die Löcher jetzt zubleiben, wenn die ganzen Schlitze, die da drin sind, jetzt zubleiben, nicht wieder gut Verbindung aufgenommen haben, dann passt das schon. Also, bis später. Ja, wen haben wir denn da? Hallo? Wer bist denn du? Das ist gut. Ah, da freue ich mich sehr. So, jetzt befinden wir uns in diesem wunderschönen Raum. Den habt ihr vielleicht schon erkannt oder auch noch nicht. Weil hier sieht ja so viel anders aus. Ah, den haben wir nämlich jetzt schön gespachtelt. Da haben wir schon die Deko-Elemente, die da rankommen, also nicht die Skadi. Ja, ganz ordentlich. Ja, ist ja gut. Alle Wände schön gemacht. Diese Fenster eingesetzt hier. Oh, das sieht toll aus. Man, das sieht ja richtig gut aus schon. Und hier eine Abkofferung gebaut für dieses hässliche Rohr dahinter. Und der Boden, der muss noch gemacht werden, natürlich muss der Boden noch gemacht werden. Die Tür haben wir gestern ja 3 Stunden lang bearbeitet. Da waren ja so Presspappen drauf, ne, links und rechts. Und wir wollen ja diese Tür eigentlich, ja, erhalten, weil man bekommt einfach, ist ein Sondermaß, die Tür 1,75 mal 60. Das ist, naja, so gut wie nicht. Also muss man alles selber bauen. Und dann haben wir jetzt Platten besorgt und Dämmung, da kommt Dämmung rein und neue Holzplatten drauf. Und die Mutti brennt zurzeit den ganzen Türrahmen hier ab. So, das ist soweit, wie wir jetzt sind. Und jetzt gucken wir mal, 3 Stunden hat die Tür bis jetzt in Anspruch genommen mit Abriss, mit Nägel ziehen, mit Abschleifen, mit Abhobeln und allem drum und dran. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht mit der Tür und den Türrahmen. Le Prominenz. So, wen haben wir hier? Ja, das ist das nächste Projekt. Aber wir sind erstmal in diesem kleinen, wunderschönen Raum hier, der mittlerweile wirklich so schön wie aussieht? Schön aussieht. Richtig gut aussieht. Im Gegensatz zu dem, was es vorher war, auf alle aussieht. Fälle. Zeig mir mal die Heizung. Soll ich mal aufmachen? Ja, das machst du jetzt mal auf und dann guckst du dir das an. Und wir machen mal mit der Tür weiter. Ich hänge die Tür aus, dann kommt die drüben auf die Böcke und dann machen wir da weiter. So. Hallo, da sind wir nun in dem zurzeit Arbeitsraum. Gestern hat irgendwie offensichtlich haben wir hier so ein Abbrenner hier gehabt von Steine. Die sind eigentlich immer ganz gut, aber irgendwie der hat keine Power mehr. Der war auch hier schon vor Ort in diesem Haus. Das ist das Haus, was wir jetzt käuflich erworben haben, und schaut mal diesen geniales Gewölbe an. Also hier ist noch viel zu tun. Natürlich jetzt setzen wir hier meinen Arbeitsbereich. Da habe ich schon meine Böcke. Und auch hier habe ich so ein Fenster eingebaut. Also ein Bodentiefe, also eigentlich eine Tür nach draußen. Und habe eine Schwelle gebaut. Naja, so weiter. Also so ein bisschen was getan. Das ist ja irre. Finde ich genial. Das hat mich am meisten überzeugt. Dieser Raum hier ist wie sagt man, das Fundament des Hauses quasi. Hier steht alles Mögliche oben drauf. Und ihr werdet jetzt Stück für Stück, sagen wir mal, dieses Haus mit uns kennenlernen. Allerdings, wenn wir dann mal ein Video machen, das dauert immer. Es wird seine Zeit brauchen. Fakt ist, ich mache jetzt hier die Tür in die Felder, in die leeren Felder, setze ich hier ein bisschen ja, Dämmung ein.
Ja, damit die Tür ein bisschen geschützter ist. Und so die Beplankung der Tür findet jetzt nicht mit Pappe. Also da war hier so eine typisch DDR, hier so eine Presspappe. So also eine Hartfaserplatte hatte man nicht genannt. Ne? Also eigentlich nur eine Pappe ist das ja. Das war hier drin drauf gewesen auf der Tür. 10-mal gestrichen. Die haben wir runtergeholt. Da kommt jetzt echt Holz. Das ist eine schöne Platte. Die kommt jetzt darauf mit Leiste. Ja, das ist es. Wie bitte? Im Flur um die Ecke. Hier, Mama. Sieht schön aus. Mama, hier ist sie. Danke. Wer sieht schön aus? Der Stuck. Sieht schön aus. Wer ist denn ja? Frei? Ich finde, der ist gut. Ich mal gucken. Schauen wir uns nochmal an. Also der Stuck sieht schön aus, sagt sie. Hat sich die Mutti ausgesucht? Naja, gucken wir mal. Keine Ahnung. Papa, weißt du, wir wissen aber nicht, wo. Ja, weiß. Kabel. Weißer Stuck? Weißer Stuck? Ihr wisst nicht, wohin mit dem Kabel? Ja. Ja, ist ja klar, der klebt ja. Du wirst ja sehen, wenn du so einen Stuck ranhältst, dieses Kabel also da oben. Darum jetzt, um dieses Kabel da jetzt. Da muss von hinten natürlich der Stuck ein bisschen ausgeschnitten werden. Die Mutti möchte Stuck in die Ecken haben, weil. Weil ich das schön finde. Okay, kostet schon. Na dann, wir machen mal los. So sieht die Tür jetzt aus. Oh. Kopfrussisch, ich habe ja keine Ahnung von sowas. Ich habe jetzt diese Platte draufgelegt, gekürzt hier, verleimt. Jetzt ist es am Trocknen und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Skadi hat mir geholfen. Tschüss. Und zwar, man muss ja sagen, das Teil hier, da habe ich zwei von, das war meine Schrankrückwand, die ich in Neukölln auf der Straße gefunden habe. Also besser geht's ja gar nicht, weil den kostet heute ein Vermögen, sowas. Ja, ein zwei Schrank, also viel mehr war, stand da ein ganzer Schrank rum, den habe ich mitgenommen, Vollholz. Und den wollte dann keiner haben. Dann habe ich, naja, den Schrank verheizt und die Platten behalten und das ist jetzt draus geworden. Jetzt brauche ich es und es sieht toll aus. Gutes Holz. Ja, davon habe ich zwei Platten. Eine innen, eine außen. Die dienen mir jetzt ideal als Verkleidung für die Tür. Ja, und das war's. Also, dann schauen wir mal, wenn wir die andere Seite dann machen, weil von unten sieht es jetzt immer noch so aus. Ne? Die wird dann, wie gesagt, da kommen dann die Styropor-Einleger rein und ja, schauen wir mal. Regulär könnte man noch Raffitücke jetzt auch reinbauen. Da kann man jetzt auch sagen, ja, pass auf, da kann man ja einen kleinen Fernseher einbauen, da in die Tür gleich und so eine Sachen. Und alles könnte man ja mit einem Kabel und so weiter oder Lautsprecher kabellosen Flachen einbauen. Würde alles gehen heutzutage. Kann man so viele Dinge sich ausdenken. Beleuchtung und. Wollen wir alles nicht. Wir wollen eine klassische Tür haben. Jetzt habe ich das Türblatt umgedreht und fache diese Kassetten, diese Fächer aus mit Styropor. Ein bisschen, wie gesagt, das ist Geräuschschutz, Geräuschdämmung und ein bisschen natürlich auch Wärmedämmung, Wärmeisolierung. Ja, ja, aber vor allem Geräuschdämmung, ne? Damit man euch nicht spielen hört, wenn wir da im Schlafzimmer schlafen. Ja, das mache ich jetzt weiter. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich fertig bin. Sodele, da ist es vollbracht. Es ist fertig, sozusagen. Die eine Seite haben wir fertig. Jetzt mache ich noch die andere Platte drauf. Hab mir natürlich vorab die zwei Löcher für Klinke, Türklinke und Schlüsselloch markiert. Weil wenn ich jetzt die Platte sonst aufmache, dann ist vorbei. Dann komme ich da nicht mehr ran. Das mache ich jetzt auch, jetzt leime ich das noch ein. Ja, dann sind wir soweit. Dann sind wir ready. Hallo, guten Morgen, nächster Tag. Die Mutti ist auf der Leiter. Komm mal von deinem hohen Ross wieder runter. Ja, gestern. Hat es ewig gedauert. Ein bisschen Stuck in die Ecken, Deckenecke. Das hat ewig gedauert. Das haben wir gemacht. Jetzt wird vorgestrichen, so ein bisschen.
grob russisch. Und hier ist diese goldene Ecke. Ich muss mal das mal zeigen. Das ist da ist die Mutti ganz stolz drauf. Auf die goldene Ecke. Ja, aber es sieht ja einigermaßen aus. Tada! Und unser Sonnenschein ist auch wieder da. Ja. Man kann nicht flüchten in so einem Raum. Nein, 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 nein. Das wird das Kinderzimmer für alle vier Kinder. Nee. Da wird die Tür zugemacht und apropos. Nee, genau, apropos Tür, die zeige ich auch nochmal. Tada, 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 tada. So sieht die Tür jetzt aus. Erst normal, völlig langweilig, ne, war. Und da kommt jetzt hier noch so eine. Ne? Schaut mal. So eine Leiste drauf. Die bin ich jetzt gerade am Zusägen und zu. Ja, also vor allem hier diese. Diese Gärungsschnitte, die machen mich fertig. Ich habe hier keine Gärungslehre. Dann mache ich das halt irgendwie so frei Hand. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis auf alle Fälle. Diese zwei Platten waren auf alle Fälle Gold wert, dass ich die gefunden habe. Ja, und dann schauen wir mal gleich am Ende, wie es dann aussieht. Und dann haben wir mal ein kleines Bauvideo fertig gemacht. Seit langer Zeit mal wieder ein Video. Ja. Und jetzt ist er fertig. Das ist das vollendete Türblatt. Jetzt fehlen nur noch die Beschläge und die Bohrung. Die haben wir hier schon markiert. Ja, da kommen die Bohrungen rein. Und dann die Beschläge rein und so. Und dann, ja, ist es das. Ja, was sagt er dazu? Aus der ollen Papptür haben wir doch echt was richtig Schickes gemacht. Ja. Ja. Also ich finde, ich bin sehr zufrieden. Und ich hoffe, Marlies, ihr fällt es auf. Ja, das ist die andere Seite. Auch beplankt. Also ich bin sehr zufrieden. Seit langem mal wieder eine Tischlerarbeit. Würde mal sagen, das war's. Für das Video, wir schauen gleich nochmal drüben, ganz kurz, bei den Mädels. Tada! Was sind das? Da sind meine Schuhe. Mensch, Nuki. Was denn? So fleißig. Sehr schön. Haben wir auch fast einmal, zweimal rum, oben, ne? Ja. Ja, das wird heute noch weiß gemacht, zumindest die Decke. Das kriegen wir hin. Ja, also einmal durchweißen. Einmal durchweißen und die Decke vielleicht so, ja, komplett. Und dann, ja. Dann war es auch schon wieder. Und dann wartet auch schon wieder. Ist auch wieder dieser Sonntag rum und wir verschwinden wieder nach Berlin. Berlin. So. Ja, so viel dazu. Na denn, Bautagebuch, Eintrag 1. Dabei haben wir schon so viele gemacht. Ja. War noch nicht dokumentarisch festgehalten. Doch, ich. Nur mit Fotos. Nur mit Fotos, ja. Nein, da, ich habe Videos gemacht, als die Wiese gemacht wurde. Ah, vom Bagger, vom Baggerloch. Mhm. Ja, na gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach ich mal. Da war ja so viel Erde plötzlich weg. Ja. Ja, das stimmt. Und so viel Gras. Das ist wahr. Nicht ins Leere treten. Keine Arbeit und keine auf den letzten Metern. Nein. Entschuldigung, habe ich gesehen, dass du stehst. Ich stehe hier schon die ganze Zeit.
ist ja unglaublich. Oh, ich habe hier noch diese Dinger, Tommy, kannst du mir helfen? Die bohren sich schon die ganze, guck mal, bohren sich bei mir hier ein. Diese Plastikteile sind da noch dran. Guck mal, ich bin schon ganz runter. Guck mal, ich bin schon verletzt. Siehst du das? Wie das sich eingearbeitet hat. Hast du noch einen? Ja. Ja. Warum machst du den nicht ab? Ich vergessen. Aber ich glaube, der ist noch hier. Guck mal. Endlos fahren. Oh, Gott sei Dank. Das hat richtig wehgetan. Das muss man ja auch nicht machen. Ja, schicki. Und hier muss dann nochmal abgewischt werden, denn am Ende nimmst du einen Schwamm und dann wischst du hier außen über. Sonst wird die Mutti irre. Ich weiß. Gut, Bautagebuch Nummer 1 beendet mit diesem wunderschönen Raum. Jetzt bald wunderschön.